Ja, Michel sagt, der Deutschland Cup 2018 ist Geschichte. Für sie ein Turnier im Staff von Patrick Fischer, sicher auch mit einer neuen Erfahrung. Ja, wir sammeln immer wieder neue Erfahrungen. Es war sehr wertvoll. Die Mannschaft hat drei sehr gute Spiele gezeigt. Heute leider im letzten Drittel ein bisschen Kraft ausgegangen, mit auch sehr viel Strafe über das gesamte Spiel gesehen. Wir haben sehr viele wertvolle Erfahrungen können machen und hat sehr Spass gemacht. Wie ist es für Sie als Trainer jetzt, sonst in der Swiss League tätig, jetzt im Staff der Nationalmannschaft? Gibt es da gewisse Sachen, die Sie anpassen müssen? Oder ist das vom Grundsatz her, von den Basics her, immer noch einfach Eishockey? Ja, das ist so, von den Basics her ganz klar. Es gibt einen Unterschied, das ist natürlich Qualität und das Tempo. Aber vom System her und Konzept her sehr ähnlich, wie auch ich spiele in Winterthur. Aber es gibt sicher Details, die ich überdenke, reflektiere und neu reingeben kann. Und mal für mich den Tapetenwechsel sehr gut durch können mit Nazi zusammenarbeiten und nehme sicher sehr viele positive Sachen mit. Ja, wäre denn das etwas für Sie? Vielleicht einmal irgendwann in ferner Zukunft so ein bisschen mehr mit der Nationalmannschaft involviert sein? Ja, klar ist das etwas, wo man sicher gerne machen will, wo ein Ziel mal könnte sein. Ich bin jetzt 7-8 Jahre Profitrainer. Ich habe einen guten Job im Winterthur, der mir gefällt, wo sehr viel Arbeit dahinter steckt. Aber ich glaube auch, für mich wird irgendwann mal der nächste Schritt kommen. Wo der ist, kann ich nicht sagen. Ich nehme es nah, dies nah. Ich schaue gar nicht so weit in die Zukunft. Für mich ist immer so das nächste Spiel, das von mir steht, was das Wichtigste ist. Und von dem her, alles andere wird sich zeigen. Alles klar, vielen Dank, dass Sie schnell Zeit genommen haben und gute Heimreise. Danke vielmals, merci.